Es ist 9 Uhr. Guten Morgen, werte Kundinnen und Kunden. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Telefonkonferenz für die Lageeinschätzung zur Konjunktur und den Finanzmärkten. Mein Name ist Renato Flückiger und ich bin Chefökonom bei der Valiant Bank. Mir ist es ein Anliegen, Sie am heutigen Mittwochmorgen aus erster Hand über unsere aktualisierten Beurteilungen zum Zustand der Wirtschaft und unserer Anlagepolitik zu informieren, denn seit unserer letzten Telefonkonferenz von Anfang April hat sich doch einiges ergeben und erlauben Sie mir, in den nächsten gut 20 Minuten auf folgende Themen einzugehen. Wir haben Ihnen als Neuerung für die heutige Konferenz neben der Tonspur auch noch einige Grafiken eingebaut, um die Ausführungen visuell unterstreichen zu können. Ich werde also mit einem kurzen Rückblick starten, wo wir nun bei der Entwicklung der Finanzmärkte stehen. Danach werde ich auf die volkswirtschaftliche Ebene überleiten und auf das globale und Schweizer Konjunkturbild eingehen. Im Anschluss werde ich unser Basisszenario und die Alternativszenarien überprüfen. Den letzten Teil betrifft dann wieder die Börsen, sprich, wie könnte es an den Finanzmärkten und an den Anlageklassen weitergehen, wie richten wir unsere Anlagepolitik aus und natürlich am wichtigsten, welche Implikationen ergeben sich schlussendlich für ein Anlageportfolio. Kommen wir also zum ersten Punkt, dem Rückblick. Die meisten Volkswirtschaften, die Schweiz inbegriffen natürlich, wurden mit den weltweit ausgerufenen Lockdowns in ein künstliches Koma versetzt. Die angeordneten Eindämmungsmaßnahmen führten und führen zu heftigen Produktionsdrosselungen und Unterbrechungen in den Lieferketten sowie einem massiven Rückgang des privaten Konsums. Um die Konjunktur bei einem nachhaltigen Rückgang der Neuinfektionen möglichst ohne bleibende Schäden, und damit meine ich Konkurse bei den Firmen oder eine stark ansteigende Arbeitslosigkeit, nach den Lockdown-Phasen beleben zu können, initiieren die Volkswirtschaften rund um den Globus umfassende Konjunktur- und Unterstützungspakete und die Notenbanken überfluten die Finanzmärkte in einem nie dagewesenen Maß mit Liquidität. Diese Liquiditätszufuhr und die Zuversicht, dass die volkswirtschaftlichen Schäden temporär bleiben werden, hat die Finanzmärkte doch stark beruhigt und wir haben seit den Tiefständen so um den 20. März bereits eine starke Gegenbewegung erfahren können. Ich nehme es bereits hier vorweg, die Finanzmärkte preisen momentan bereits ein positiveres Konjunkturbild respektive eine raschere Beruhigung der Corona-Pandemie ein. Sie sehen das bei der Entwicklung der wichtigsten Anlageklassen seit Anfangsjahr. Die roten Balken zeigen die Wertentwicklung bis zu den Tiefständen am 23. März. Das ist immer in Prozenten und ohne Währungseffekte dargestellt. Und die lila eingefärbten Balken zeigen die Wertentwicklung seit Anfangsjahr bis zum 30. April. Und das sehen wir doch schon sehr deutlich, wie stark die meisten Indizes in den letzten Wochen angestiegen sind, was wie erwähnt von einer stark gestiegenen Zuversicht spricht. Auch wenn in den letzten Tagen die Sorge um einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung trübte, denn in den USA oder konkreter eben durch Präsident Trump werfen sie ja China vor, die Ausbreitung des Coronavirus absichtlich vertuscht zu haben. China weist natürlich diese Anschuldigungen zurück und sieht darin ein Ablenkungsmanöver der USA von der eigenen Unfähigkeit im Kampf gegen die Pandemie. Doch schauen wir uns nun die einzelnen Anlageklassen etwas genauer an. Die Wertentwicklung für den Geldmarkt und Schweizer Obligationen bewegen sich leicht im Minus. Globale Anleihen bewegen sich aktuell wieder etwas über dem Nullpunkt. Hochzinsanleihen, also Obligationen von niedriger Qualität, notieren immer noch klar im negativen Bereich, weil die Kreditrisikoprämien weiterhin erhöht bleiben. Dies bedeutet nichts anderes, als dass die Investoren nach wie vor eine höhere Entschädigung für die einzugehenden Risiken verlangen. Wandelanleihen konnten sich mit den Erholungsanzeichen der Aktienmärkte deutlich verbessern und notieren ziemlich genau zwischen globalen Anleihen und globalen Aktien. Und auch die Schweizer Immobilienfonds konnten ihre Verluste praktisch wieder wettmachen.
Die Aktienmärkte insgesamt konnten sich zum Teil sehr deutlich von ihren Tiefständen erholen, wobei innerhalb der jeweiligen Sektoren große Unterschiede ersichtlich sind. Pharma, Nahrungsmittel und Informationstechnologie konnten sich sehr gut halten. Auf der anderen Seite sind die konjunktursensitiven Titel wie Industrie oder Finanzwerte immer noch sehr deutlich unter Druck. Entsprechend überrascht es auch nicht, dass sich der defensiv zusammengesetzte Schweizer Aktienmarkt im internationalen Vergleich doch deutlich besser halten konnte. Bei den Rohstoffen geht das Bild diametral auseinander, während das Öl zeitweise im negativen Bereich notierte. Man hat also noch Geld erhalten, wenn man ein Barrel Öl gekauft hat, hat sich das Bild inzwischen wieder etwas stabilisiert. Trotzdem steht der ganze Rohstoffsektor nach wie vor unter Druck. Der Gegenpol bei den Rohstoffen sehen wir im Gold, welches sich im Verlauf weiter aufgewertet hat. Versuchen wir nun im nächsten Abschnitt den Zustand der Konjunktur etwas genauer abzuzeichnen. Und ich nehme es auch hier gleich vorweg, der von uns bereits seit März aufgezeigte erwartete Konjunkturverlauf in eine zwar zeitlich begrenzte, doch akzentuierte globale Rezession scheint sich weiterhin zu bestätigen. In den letzten Tagen haben wir ja bereits einen ersten Vorgeschmack mit den tiefroten BIP-Zahlen des ersten Quartals für zahlreiche Staaten erhalten. Im laufenden zweiten Quartal werden wir dann erst das wahre Ausmaß erleben und die Werte werden nochmals signifikant tiefer als im ersten Quartal ausfallen. Der Internationale Währungsfonds hat die Konjunkturerwartungen ebenfalls frisch überarbeitet und Sie sehen vor Ihnen für das laufende Jahr eine tiefrot eingefärbte Weltkarte. Unten in der Mitte sehen Sie eine kleine Weltkugel. Das heißt, global wird nun von einer Kontraktion des Bruttoinlandproduktes von 3% ausgegangen, wobei die entwickelten Volkswirtschaften einen stärkeren Schaden nehmen werden als die Schwellenländer. China, Indien, einige weitere südostasiatische und afrikanische Länder sollten eine Rezession verhindern können, daher die gelben und grünen Einfärbungen. Ansonsten sind die BIP-Entwicklungen in den Industriestaaten im tieferen einstelligen Minusbereich zu erwarten, wie beispielsweise für die Schweiz von -6%. Der IWF erwartet dann fürs kommende Jahr eine sehr deutliche Erholung. Das sind dann die Zahlen direkt darunter. Für die globale Konjunktur sollte ein Wachstumsschub von 5,8% oder für die Schweiz von 3% zu erwarten sein, was einer stärkeren Erholung als in der Phase nach der globalen Finanzkrise vor gut 10 Jahren entsprechen würde. Unserer Beurteilung nach könnte sich die Entwicklung der Konjunktur respektive des sehr wichtigen Konsumsektors nach dem Lockdown in zwei Phasen bewegen. In der ersten Phase erwarten wir eine kräftige, unmittelbare Erholung, denn werden die Anti-Corona-Maßnahmen gelockert, zieht die Produktion, und damit meine ich nicht nur das verarbeitende Gewerbe, sondern auch den Dienstleistungssektor zunächst kräftig an. Ein Teil der während des Shutdowns zurückgestauten Nachfrage dürfte sich entladen. Allerdings wird die Erholung nicht so rasch vonstatten gehen wie der Absturz, denn die meisten Lockerungspläne, wie wir sie auch in der Schweiz sehen, lernen und auch erfahren dürfen, sehen einen stufenweisen Neustart der Wirtschaft vor. Die zweite Phase könnte dann eine Erholung mit eher wenig Kraft sein, denn nach der ersten kräftigen Erholung dürfte sich das Aufwärtstempo wieder verlangsamen. Die Verbraucher und Konsumenten werden zwar einen Teil der ausgefallenen Käufe nachholen, allerdings wird die Unterbeschäftigung durch Arbeitslosigkeit oder auch Kurzarbeit in dieser Phase noch deutlich über den Vorkrisenniveaus liegen. Aufgrund dieser Konstellation oder möglichen Sorgen um den Arbeitsplatz wird bei größeren Ausgaben zurückhaltend agiert werden. Das heißt also, nach einem anfänglichen Sprung könnte sich die Erholung des privaten Verbrauchs wieder etwas abschwächen. Und lassen Sie mich hier kurz eine Klammer noch öffnen. Die Pandemie kann wegen der mangelnden Immunisierung der Bevölkerung überall in der Welt wieder aufflammen, solange kein Impfstoff in ausreichender Menge vorhanden ist. Und das könnte zu erneuten Verunsicherungen und auch Produktionsunterbrechungen führen.
Kehren wir jedoch wieder in die Gegenwart zurück und konzentrieren wir uns auf die aktuellen Einkaufsmanager-Indizes des verarbeitenden Gewerbes, welche eine doch recht zuverlässige Aussage über die Entwicklung der Industrie in den kommenden 6 bis 9 Monaten zulässt. Werte über 50 lassen auf eine Verbesserung schließen, Werte unter 50 dagegen auf eine Kontraktion. Der Absturz dieser Zahlen, Sie sehen das auf der linken Bildhälfte bei der Spalte für den April 2020, ist wirklich einmalig. Mit der Ausnahme von China, welches sich bereits recht gut vom Schock erholt hat, jetzt aber aufgrund der mangelnden Nachfrage seitens der Abnehmerländer leiden wird. Die Schweiz kann sich dem Abwärtstrend nicht entziehen, hält sich doch klar besser als die europäischen Nachbarländer. Und diese Zahlen lassen uns erahnen, wie heftig die Bremswirkungen schlussendlich ausfallen werden. Noch schlimmer sieht die Situation oder der Vergleich mit dem Dienstleistungsbereich aus, wie Sie dies in der rechten Bildhälfte erkennen können. Um der Übersicht zu dienen, habe ich hier jeweils die globalen Werte genommen. Der Dienstleistungssektor war ja in den letzten Jahren immer die wichtige konjunkturelle Stütze gewesen, aber ist nun mit den ausgesprochenen Lockdown-Maßnahmen sogar noch stärker in die Tiefe gefallen als das verarbeitende Gewerbe. Aufgrund der schrittweisen Lockerungen und der Erwartungshaltung, dass sich der Konsum nicht sehr schnell vollständig normalisieren wird, erwarten wir in der weiteren Entwicklung keineswegs ein V-förmiges Szenario, wie das vielleicht aktuell die Börsen vorwegnehmen, sondern eher dem Buchstaben U entsprechend, doch darauf werde ich noch später eingehen. Lassen Sie uns als Schweizer Bank, und wir sind ja sehr stark im KMU-Bereich verankert, noch das Bild für die heimische Konjunktur skizzieren. Wir haben es vorhin in den Einkaufsmanager-Indizes gesehen, können für die Schweiz aber auch den sehr breit gefassten KOV-Konjunkturbarometer nehmen. Auch dieser ist für den Monat April in aller Heftigkeit eingebrochen und weist auf einen Konjunkturrückgang hin, der mindestens mit der Finanzkrise vor 12 Jahren vergleichbar ist. Und spannend wird dann zu erkennen sein, wie schnell sich der KOV-Konjunkturbarometer mit den schrittweisen Lockerungen auch wieder erholen kann. Auch hier denken wir, dass es eher eine U- als eine V-förmige Bewegung geben wird. Darum erstaunt es auch nicht, dass die beiden größten wirtschaftlichen Maßnahmenpakete des Bundesrats rege in Anspruch genommen wurden und teilweise immer noch werden. Die Anmeldungen für Kurzarbeit überschritten letzte Woche die schwindelerregende Marke von 1,75 Millionen Beschäftigten. Dies entspricht rund 35% aller Arbeitnehmenden des Landes. Es ist jedoch zu erwarten, dass diese Zahl im Rahmen der graduellen Lockerungen Schritt für Schritt zurückgehen wird. Auf Seiten des Garantieprogramms haben wir bis dato über 100.000 KMUs gesehen, die Überbrückungskredite in der Größenordnung von über 16,5 Milliarden Schweizer Franken beantragt haben. Damit nahm rund jedes fünfte KMU das Programm in Anspruch. Die große Mehrheit der Kredite wurde in den ersten 2 Wochen beantragt, wie dies die Grafik unten rechts anzeigt. Die lilafarbene Linie zeigt die Volumenentwicklung in Milliarden Franken mit der linken Skalierung. Die rote Linie die Anzahl Kreditvereinbarungen kumuliert in 1000 mit der rechten Skalierung. Nach einem steilen Anstieg also hat sich ab Mitte April die Nachfrage stark verlangsamt. Mit dem vom Bundesrat gesprochenen Programm über 40 Milliarden Schweizer Franken ist es natürlich weiterhin auf äußerst soliden Beinen. Die beiden Maßnahmen hinterlassen selbstverständlich auch Spuren im Schweizer Staatshaushalt. So erwartet der IWF für dieses Jahr ein Budgetdefizit von mindestens 5%, was gegenüber den meisten Nachbarländern wie Italien, Frankreich und Deutschland, aber auch beispielsweise den USA, jedoch relativ bescheiden ausfällt. Auch bei der Verschuldung um 40% des BIPs zeigt sich die Schweiz im Vergleich zu den meisten Volkswirtschaften weiterhin äußerst robust, dies auch dank der Schuldenbremse.
Doch die Schweiz hat im Gegensatz zu anderen Volkswirtschaften noch mit einer weiteren Herausforderung zu kämpfen, und dies ist der starke Schweizer Franken, der gegenüber dem Euro nun seit einiger Zeit nahe der 1,05er-Marke notiert. Die Schweizerische Nationalbank SNB interveniert weiterhin, verteidigt diese Marke wirklich mit Vehemenz und lässt sich dies auch einiges kosten. So sind die Sichteinlagen seit Anfang März um über 70 Milliarden Franken auf mittlerweile über 660 Milliarden Franken angestiegen. Und wir erwarten bei der Kursentwicklung eine weitere Seitwärtsbewegung und erkennen nach wie vor keine haltbaren Anzeichen, die den Euro wieder zu mehr Stärke verhelfen könnten. Auf der Zinsseite, das sehen Sie in der rechten Bildhälfte, können wir von einer mehrheitlich unveränderten Zinskurve ausgehen. Die minus 0,75% am kurzen Ende scheinen solide verankert zu sein, und auch bei den längeren Laufzeiten sind nur sehr bescheidene Bewegungen zu erwarten. Auch auf die Sicht von 12, 24 oder auch 36 Monaten erwarten die Marktteilnehmer praktisch eine unveränderte Zinskurve und weiterhin auch Negativzinsen. Das Konjunkturbild bleibt in der Summe deflationär geprägt und dämpft somit die Gefahr einer zunehmenden Inflation trotz dem ausgeprägten erwähnten Budgetdefizit. Leiten wir nun langsam zur Anlagepolitik über, vorher noch kurz die Verifizierung unserer drei Szenarien. Wir fühlen uns im Basisszenario bestätigt, auch gerade im Licht der neuesten Konjunkturdaten, dass wir eine U-Entwicklung der Konjunktur nach wie vor am realistischsten erachten. Und dieses Basisszenario sehen Sie da ganz auf der linken Bildhälfte. Diesem Szenario attestieren wir eine Eintretenswahrscheinlichkeit von 60%. Das V-Szenario einer sehr raschen Erholung erachten wir praktisch als nicht mehr erreichbar, und das L-Szenario, das nach dem Einbruch die Erholung praktisch nicht stattfinden wird, schließen wir selbstverständlich nicht aus und belegen es immerhin mit einer 30% Wahrscheinlichkeit. Ein verstärkter Protektionismus oder auch eine zweite Infektionswelle würden wir diesem Szenario zuschreiben. Doch wie gesagt, in der Anlagepolitik orientieren wir uns dem U-Szenario, also dem Basisszenario. Werfen wir nun jetzt einen Blick auf die Anlagepolitik und unsere aktuellste anlagepolitische Positionierung. Bei den Aktien halten wir insgesamt eine neutrale Quote. Aufgrund der nach wie vor hohen Unsicherheit, der teilweisen Unberechenbarkeit und vor allem auch nach der starken Erholung der letzten Woche halten wir eine Positionierung nahe an der strategischen Gewichtung als sinnvoll. Innerhalb der einzelnen Regionen hat das Anlagekomitee im April entschieden, die defensiven und qualitativ hochwertigen Schweizer Aktien zu übergewichten und dagegen den eher zyklischen, also konjunktursensitiven europäischen Markt zu untergewichten. Der US-Markt übrigens zeigt strukturell ebenfalls ein hochwertiges Bild, aber das schlankere Sozialsystem, die politisch bisher teilweise chaotische Antwort auf die Corona-Pandemie und der möglicherweise neu aufflammende Handelskonflikt mit China erklären unsere neutrale Haltung. Im Obligationenbereich setzen wir nach wie vor auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Aus diesem Grund steht die Qualität auch hier im Vordergrund. In globalen Staatsanleihen und Eidgenossen sind wir nach wie vor untergewichtet, da dort unserer Meinung nach das moderate oder negative Renditeniveau die steigende Staatsverschuldung nicht ausreichend entschädigt. Daneben setzen wir weiterhin auf defensive Wandelanleihen, chinesische und asiatische Unternehmensanleihen, inflationsgeschützte und versicherungsbasierte Obligationen und Mikrofinanzanleihen. In den letzteren haben wir Ende April die Allokation leicht zugunsten der Liquidität reduziert. Weitere wichtige Bausteine in unseren Portfolios bilden die Schweizer Immobilienfonds, welche wir aufgrund des anhaltenden Tiefzinsniveaus nach wie vor als attraktiv erachten. Hier setzen wir den Fokus auf das Wohnsegment. Gold erachten wir gerade in einem Umfeld, welches von viel Unsicherheit geprägt ist, als wichtige Ergänzung. Ende April wurde die Quote im Gold nochmals leicht zulasten der Liquidität erhöht.
Bei den Währungen bestätigten wir die insgesamt neutrale Haltung des Schweizer Frankens gegenüber dem Euro, dem US-Dollar und auch dem japanischen Yen. Ich glaube, es bleibt auch über die kommenden Monate wichtig, den Qualitätsaspekt und vor allem auch der Liquidität in der Portfoliokonstruktion eine wichtige Rolle beizumessen. Lassen Sie mich zum Schluss noch einige Grundsätze erläutern, die unserer Meinung nach wichtig sind, um langfristig erfolgreich zu investieren. Stärkere Kursbewegungen verleiten dazu, die langfristige Optik aus den Augen zu verlieren. Anleger verlieren möglicherweise die Nerven und verkaufen nahe an den Tiefständen oder versuchen, entgegen ihrer ursprünglich definierten Anlagestrategie mit kurzfristigen Strategiewechseln den Markt zu timen. Die letzten Wochen waren einmal mehr Beweis dafür, dass es nicht ratsam ist, sich von kurzfristigen Bewegungen leiten zu lassen. Schwankungen gehören an den Finanzmärkten dazu und es wird sie immer geben, wie dies auch hier an der Entwicklung der Aktienmärkte über eine längere Frist mit der grünen Linie augenscheinlich zu erkennen ist. Krisensituationen gibt es immer wieder, auch wenn die aktuelle eine unerwartete und vor allem auch sehr heftige ist, die viel Geduld und Nerven braucht. Vielleicht haben die Aktienmärkte bereits etwas viel Positives vorweggenommen und es kann zu einem erneuten Rücksetzer kommen. Damit darf und muss auch gerechnet werden. Wir sind jedoch überzeugt, dass der langfristige Anlagehorizont kombiniert mit einer vernünftigen Diversifikation nach wie vor zwei zentrale Faktoren des erfolgreichen Investierens sind. Ja, mittlerweile bin ich am Schluss meiner Ausführungen angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit für diesen CIO-Call genommen haben und natürlich auch, dass wir Sie als Kundinnen und Kunden beraten oder Ihre Vermögenswerte betreuen dürfen. Sollten aus Ihrer Sicht Fragen auftauchen, so zögern Sie nicht, diese Ihrer Kundenberaterin oder Ihrem Kundenberater zu stellen. Sie werden sich gerne um die Beantwortung kümmern oder Ihre Fragen uns Spezialisten zukommen lassen. Sie werden eine zeitnahe Antwort erhalten. Gerne weise ich darauf hin, dass das monatliche Anlagestrategiepapier, die täglichen Börsennews oder auch die je nach Marktphase situativ publizierten CIO-Updates unter www.valiant.ch/CIO oder via Ihre Kundenberatenden angefordert oder abonniert werden können. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und natürlich das Wichtigste, bleiben Sie gesund. Somit verabschiede ich mich von Ihnen und auf Wiederhören. Wunderbar.